was dann die OP. Und meiner Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja, und wir sind jetzt hier gerade in der Disco. Was kann ich für Sie tun, Danilo LP? Sie können mir, weiß ich nicht, ein paar Juwelen geben, Knopf, dann bin ich zufrieden. Ja gut, dann folgen Sie mir. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind in der Disco stehen geblieben, eben nachdem uns das Kätzchen uns beim letzten Mal wieder den Knopf geklaut hat, aber das haben wir schnell geregelt. Ja. Weil wir herausgefunden haben, dass das Kätzchen auf mich gar nicht reagiert. Ja. Ja. Wichtiger Nebencharakter. Ich bin kein unwichtiger Nebencharakter. Ich bin auch Charakter. Ja. Er muss posen. Ich muss nicht posen. You show pose now. Au. Bin aufgeschmissen. Ja, ich glaube, wir sollten reingehen. Meinst du, wir sollten wirklich in eine Disco gehen? Ja, warum denn nicht? Meinst du nicht, wir sind voll die Partycrasher? Ach was. Guck ich mir mal an, ich bin ein Klempner. Ich meine, die Musik hat gerade aufgehört. Sieh dir das an. Dann machen wir sie wieder an. Guck dir das an. Hör nicht an. Wow. Meinst du, das könnte eine Falle sein? Ach, was? Falle. Nicht lustig drauf, ey. Halt, ich weiß ja nicht. Schlange. Wollte ich gerade sagen, das ist eine Schlange, ey. Die hat den Wurm auf der Tanzfläche gemacht. Das ist ein ziemlich sicker Move. Wusstest du das nicht? Dass der Wurm der sickeste aller Moves ist? Ich kann den sterbenden Mann machen. Also nicht der sterbende Schwan? Nein. Das ist einfach nur, ich bin am Boden, ich zuck einfach rum. Ja. Vielleicht noch den, ja. Du machst die Fliege. Ich steig das mal ein und wir gehen dann weg, ohne irgendwas dazwischen passiert, ne? Ja. So läuft das da hier. Aber naja. Okay, steck es weg. Steck es weg. Boah, Naja. Ist ja auf jeden Fall ein cooles Afro. Der Knopf aber ist die 15. Das ist nicht das, worauf ich noch sage. Ja, worauf? Vielleicht ist das der Kuckucksfaktor, oder? Hey, guck mal, mich. Dance Battle, okay. Okay, machen wir ein Dance Battle raus. Au! Gewinnt er, glaube ich. Da ist er! Aua. Wow. Na, der Bohr. Die schnappen wir uns. Hey. Ey. Gott. Eigentlich sind die gar nicht so schwer. Das ist wirklich gar nicht so schwer. Ich kann nicht rennen. Ich auch. Ich hab ihn. Das war richtig. Oh. Ach Mann. Oh nein. Okay. Ich glaube, sie will ein Dance Battle machen. Nein, jetzt mach ich dabei. Was für sicke Moves die drauf hat. Na, warte, die schnappen wir uns.
werden ab euch fern. Hau, hau sie! Alter. Und wir zeigen ihr jetzt, wie sick Moves sind. Hey! Ah! Geh weg von der Tanzfläche. Au! Au! Wirft mit Schallplatten nach dir. Du hast Pömpel nachher. Meistens. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Aua. Darum geht's jetzt hin. Aua. Au. Das tut mir leid. Oh nein! Sie hat nur 6 HP. Au! Hey, hab sie! Komm her! Wow. Cool. Oh yeah. Groovy. 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 Hey, stell dich mal da drauf. Ey, weißt du, was du machen kannst? Ah. Wie wär's mit ein bisschen Verwüstung, bevor wir gehen? Ja! Unbegrenzte Macht! Vernichte alles! Und warum vernichtest du alles? Ich glaube, auf der rechten Seite ist noch was zum Vernichten. Nein, noch nicht. Du könntest die hintere Wand noch, hintere rechte Wand noch hören. Na gut, okay, ich glaube, jetzt ist es genug. Mit B kannst du abbrechen. War ich das? War ich das? Ne? Ups. Das wollten wir nicht. Doch, irgendwie schon. Ja. Damit kommen wir nach oben. Was? Wow. Nehmt das, ihr Afros. Da ist was. Da ist was, was ich haben will. Haha. Ha, der Kopfhörer meiner Farbe. Will damit sagen, das ist ein blauer Kopfhörer und ich mag die Farbe. Wow. Ja, jedenfalls, wir können jetzt hier noch da oben lang laufen. Was?
Ah. Yeah. Yeah. Mm. Mm. Okay. Warte mal, da ist mal in die andere Richtung. Da sind ja. Aber hier gibt's ein Juwel. Wer hat dich denn überhaupt in den Club gelassen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass man die ganzen Bühnen hier zum Einsturz bringen kann. Oder wie? Ja, mit Hilfe der beiden Schallplatten. Leicht. Ja, ich glaube. Jo. Ich glaube, das hat geklappt. Nur da ist das Ding. Disco, Juwelen komplett. Disco, Juwelen komplett. Schön. Ja, ich würde mal sagen, dann fangen wir auch mal so langsam an, die Buhus zu jagen. Ja. Deswegen sollten wir jetzt eben den Aufzugsknopf reinbringen und dann zurück zum Labor gehen. Ja. Wir haben erst 12 Minuten, also wir haben noch ja. Zeit. Ja, das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Buhus jagen. Ja. Der Kuchensplan ist wieder da. Ich glaube, die haben noch nicht genug. Noch nicht genug auf die Fräse bekommen. Ah. Was ist mit dir passiert? Ich bin runtergefallen. Bist runtergefallen? Knopf. Ich glaube, wir haben jetzt alle Aufzugsknöpfe. Ja, ich glaube, los. Oh. Los. Oh. Wir sollten auch noch mal eben in Etage 2 fahren. Ich weiß nämlich, wo das letzte Juwel ist. Na, mach mal, mach. Ja. Das war allgemein eine gute Idee hier. Einige Juwelen jetzt hier zu finden. Ja. Ich kann mich ja zumindest noch an einige kann ich mich noch erinnern. Zwar nicht an alle, aber an ein paar. Wir werden ja sowieso auf einen Walkthrough zurückgreifen, damit wir die Juwelen finden. Hm. Dann können wir auch alleine suchen. So. Oh. Oh. Ja. Hörst du das? Ja. Tut's ja gut. Damit du das Vibrieren spürst. Ja, ist schon ein bisschen. Aber noch nicht sehr stark. Wird stärker? Nee, das ist irgendwie unten. Ich habe so eine Vorahnung. Na los, bist du. Unten links wahrscheinlich. Ja, hier wird stärker. Hier. Ja. Buchstabier. Ja, na, hast du Angst? Hä?
Was? Doch, mein. Hurra! Von deinem Ding. Ich glaube, den haben wir schon. Ich meine, ja, wir haben doch schon alle Juwelen hier. Oh. Naja, aber wir haben immerhin einen Buhu gefunden. Ja, oder nicht? Ja. Kommen wir nun zu der Stelle, wo ich weiß, wo das Juwel ist. Wir müssen da lang. Wir haben nur alle Juwelen hier. Nein, wir haben nicht alle Juwelen in der zweiten Etage. Wir sind jetzt in der zweiten Etage. Fall. Ich bin auch bei Gerät gewesen. Warte. Ja, stimmt. Hier ein Gerät, das ist ja irgendwo ein Geist. Also ein Buhu. Ja, er hat gerade vor dem Bürger gerät, als durch die Tür gegangen. Ja, stimmt. So. Da ist es. Okay. Oder, lass uns mal eben durch die Räume schauen und vielleicht hören wir ja irgendwo noch ein Buhu. Hier ist nichts. Mann, Geist, nerv nicht, ne? Ist irgendwie so ein Zeichen dafür, dass ein Buhu in dem Stockwerk ist. Und einfach so volle Möhre vibriert hat, so. Eigentlich, ich müsste das durch das Vibrieren und der Musik. Ja. Hier ist nichts. Ja. Ja, wir können ja auch zum Labor zurückkehren und uns Beruf wiederholen. Ja. Wir sollten uns mal in der Küche mal hier umschauen. Die Küche. Dadurch. Zip. Zip. Hast du das gesehen? Hast du diesen Trick gesehen? Oh. Oh. Hm, hier ist nichts. Jetzt ja, alles, ne? Ja. Ja, wir haben hier alle Juwelen. Nur ich weiß nicht, ob es hier noch einen Buhu gab. Ja. Ja, wir holen uns gleich. Ja, wir kehren erstmal zum Labor zurück und holen uns ein paar Buhu-Finder. Ja, man soll die mal uns leisten können eigentlich. Ja, stimmt. Warum vibriere ich eigentlich so stark? Warte mal, geh mal nach rechts in das Zimmer. Sieht aus. Ja, schon wieder vibriert. Ja. Ja. Tatsächlich. Hier. Luigi. Luigi Nummer 1. Jetzt habe ich den Abstand den schönsten Namen. Ja. Oder. 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 Muss ich den gar nicht blenden, oder? Nein, du musst ihn nur mit der Düsterlampe blenden. Er gehört dir. Ich wusste doch, dass es hier noch ein Buhu gab. Ja. Ja, wie gut ist es, dass ich so vibriert habe? Ja. So, dann könnten wir jetzt in die dritte Etage gehen. Ja. Nee, da weiß ich zumindest auch noch, wo ein paar Juwelen sind. Ja. Nee, vielleicht haben wir da sogar auch noch die Chance, einen Buhu zu finden. Leben.
Wow. Ich puste dich an. Nein. Nein. Warte mal, wir sollten uns hier erstmal umschauen. Viel, viel. Drei Stücke. Mein Gott, waren wir hier schlampig. Da oben ist zum Beispiel jetzt Ruhe. Ja, und da oben ist auch. Oh, hast du dich überhaupt hier schon hier in dem Ding? Ja, hattest du. Ich wusste da ja selbst nicht, was wir da machen mussten. Das war ein Buhu, hast du es gehört? Das ist... Ein bisschen wie die englische Stimme von SpongeBob. Ja. Geh mal da rein. Guck mal, hier vibriere ich ganz stark. Ich glaube, ich weiß wo. Geh mal rüber. Wohl da, ja. Da ist doch Wasser. Was? Den Kung Bu wollte ich von meinem Reifen. Er war da gewesen. Ich komme! Aber, oh, was? Er ist weg. Wir müssen ihn neu suchen. Wer ist er denn? Er ist einfach nur jemand, der auf dem Klo festhängt. Hängt, was ganz schön traurig ist. So, haust du nochmal rein. Nee, da ist er nicht. Er ist ganz woanders. Oh. Ich den letzten rein weh. Ich hab gesagt, das ist doch was zu mir. Komm mal nach oben. Ich weiß wie. Folge mir. Erstmal müssen wir da durch. Du Volltrottel! Du Volltrottel! Können wir nicht so mit dem Kaffee umgehen? Ne? Ja. Und weg, ey. Wir müssen uns doch jetzt üben. Ja. Ihr macht euren Job ganz schön scheiße. Wir haben's. Jetzt! Nicht denn? Ja, aber ich weiß, wo noch ein Juwel ist. Folge mir! Oh oh! Wir sollten hier weitergehen. Ja. Erstmal zu gehen. Der Controller war wieder am Vibrieren übrigens. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe auch vibriert. Sieh das an. Ach, schön. Schön, ne? Ne? Die nehme ich mit. Okay, das war's. Wir sollten gehen. Ich glaube, ich weiß, wo der Buhu ist. Er ist bestimmt in dem Wächterbüro. Aber du weißt? Ich weiß, wo noch ein Juwel ist. Folge mir bitte.
So, damit. Was? Das ist so bescheuert. Und da haben wir das rote Juwel. Haha! Oh yeah, genau das blaue. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Folge mir. Nicht reingehen, noch nicht reingehen. Da haben wir es doch. Was? Wie haben wir das verpasst? Ich habe keinen Plan. Weiß nicht, ist das stärker oder nur das hier? Hier sind nicht. Guck mal, gut, ich hab Checken dabei. Nee. Man kann es auch gar nicht untersuchen, oder? Nee, ich muss es kaputt machen. Und das ist auch schon sehr stark. Au! Von den beiden an. Ja, hier sind nicht. Ja. Hier auch nicht. Ja, einer von den beiden. Ich würde sagen, der ist ein bisschen stärker. Ist er sogar. Ah, ich bin Kungu. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Aber komm her. Den mache ich fertig. So. Oder. Ja. Ich oder. Komm her. Na gut. Waren jetzt wie viele? Zwei? Ich glaube, wir haben jetzt gerade drei Buhus gefangen. Cool. So. Ich glaube, wir sollten mal zum Labor zurückkehren. Ja, das war aber. Ja. Wir könnten auch einfach über Start. Hat da rein, da direkt ran hin. Ja, wir müssen aber so oder so zum Hauptzug. Ja, irgendwann. Ja, guck mal, wie schnell ich bin. Oh. Na warte, ich krieg dich. You have any idea how fast I am? I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck. Ich glaube, in der vierten Etage dürften wir alles haben. Ja, so viele Etagen haben wir jetzt nicht übrig, wo wir noch. Noch großartig suchen müssen? Nee, ne? Naja, wir haben, weiß ich nicht, vor allem die letzten, aber irgendwie voll viele immer. Ja, stimmt. Wir haben in der 14. Etage haben wir alles, haben wir alle Juwelen gefunden, aber da fehlt uns noch der Buhu. Ja, aber damit kommen wir ja. Wir haben jetzt die Dinge hier. Unser Buch, keine Ahnung, ja, die können wir uns ja jetzt holen. Ja. Und zumindest ein paar davon. Und wir können ja schon mal unsere Buchs hier abgeben. Ja. Ja, und dann auch mal überprüfen, wo wir noch Juwelen suchen müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, wir haben jetzt drei Buhus gefunden. Ja. Von 1, 2, 3, und 16. Es dürften 16 sein. Wie sieht es mit unseren Juwelen aus? Wasseranlage haben wir fertig, Keller haben wir fertig, Lobby haben wir fertig, Gastronomie haben wir fertig, Läden haben wir fertig, Konzertbereit fertig. Okay, hier fehlen uns noch eine ganze Menge. Spukschloss haben wir, da fehlen uns noch zwei
Da fehlt uns noch eins. Ich weiß, wo zum Beispiel beim Filmstudio das letzte Juwel ist. Das weiß ich. 5, 7, 12 und 13, oder? Ja. 8 auch. 7, 8, 12 und 13. Ja, also ich weiß zumindest, wo bei 8, also das Filmstudio, ich weiß, wo das letzte Juwel ist. Okay. Ist, das weiß ich. Na gut, okay, dann würde ich sagen, dann holen wir uns mal erstmal ein paar Berufsfinder. Na, dann geht's in den nächsten paar weiter mit Berufsjagen. Wie viele Berufsfinder können wir denn holen? 11 Stück. Locker. Ja. Direkt alle. Ja, holen wir uns direkt alle. Oh Gott. Also. Ja, würde ich sagen, gibt's im nächsten Part, hat ein Buhu-Part, ne? Ja, und nebenbei Dings, ne? Ja. Also eigentlich eher eine Juwelenjagd mit nebenbei Buhus, ja. Also, da wäre irgendwie so die richtige Reihenfolge, würde ich sagen. Ja. Oh, ich hab alle. Ich hab alle. Hey, okay. Ah, die sind sogar ausverkauft. Oh, davon konnte ich mir noch viel holen. Und 14 Juwelen fehlen uns dann nur noch, ne? Eigentlich noch mehr, weil wir waren ja nicht noch nicht auf der letzten Etage. Ja. Aber die sollten wir uns nicht holen. Ja, die sollten wir uns ehrlich gesagt noch nicht holen. Wir können ja da in dem Walkthrough nachsehen, wo die sind. Ja. Dann müssten wir nicht extra Geld ausgeben. Oh, das steht sogar. Ja, also wir sehen jetzt hier wo die Buhus sind. Gehen wir auch zum Beispiel auf B2. Ich würde mal sagen, da fangen wir auch an. Ach, das ist wegen den Findern, Ja, das ist, weil wir die Finder haben. Wir müssen jetzt, suchen wir im nächsten Part erstmal die Buhus und dann gucken wir uns in einem Walkthrough an, wo die Juwelen sind. Na, okay. Dann sagen wir mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.